Hallo, schön, dass ich wieder in deinem Ohr bin und du ein paar Minuten Zeit mit mir verbringst beim Podcast Pflegeambulant, leichter beraten, verkaufen und führen. Hier ist wieder deine Gastgeberin Claudia Henrichs, Expertin mit Herz für wirkungsvolle Kommunikation. Heute hörst du den zweiten Teil meiner Impulse von der größten Rednernacht aller Zeiten. Die größte Rednernacht war es deshalb, weil 15.000 Menschen am 24. November 2018 in der Lanxess Arena, ich will immer noch sagen Köln Arena, dabei waren bei der Rednernacht von Gedankentanken. Wie ist es dir denn mit der Episode 77 ergangen? Da habe ich ja 6 Gedanken von der Rednernacht mit dir schon geteilt. Welcher Impuls hat dich denn besonders angesprochen? Mir ist der Satz von Jörg Löhr ein ständiger Begleiter. Das Entscheidende ist nicht, wie tief wir fallen, sondern wie hoch wir zurückfedern. Schreib mir doch einmal von deinem Jahresmotto oder dem Impuls deines Monats. Die Podcast-Episoden und YouTube-Videos von Gedankentanken sind immer wieder eine wunderbare Quelle, um so wichtige Themen wie Unternehmenskultur, Persönlichkeit, Motivation, Erfolg, Achtsamkeit, Emotionen, Glück, Management, Vertrieb, Kundenorientierung einen Impuls aufzunehmen, der dann im eigenen Leben weiterverarbeitet werden kann. Heute also teile ich weitere 5 Impulse aus der Rednernacht mit dir. Es geht um folgende Themen. Erstens Psychologie und Spiritualität von Robert Betz. Zweitens Motivation von Dr. Stefan Friedrich. Drittens Gedächtnistraining von Markus Hofmann. Viertens Gesundheit und Achtsamkeit von Zlatko Sterzenbach. Und fünftens Persönlichkeitsentwicklung von Tobias Beck. Und wie auch schon in der Episode 77, übertrage ich die Ideen und Impulse auf dich und deine Arbeit im ambulanten Pflegedienst. Also los geht's, mach es dir jetzt bequem und genieße die Impulseeinheit für deine Ohren. Psychologie und Spiritualität mit Robert Betz. Er ist ein deutscher Seminaranbieter, Coach, Autor psychologischer Bücher und auf dem Gebiet der Esoterik tätig. Mit seiner Transformationstherapie ist Betz nicht unumstritten und auf der Sekteninfoseite des Bundesministeriums Nordrhein-Westfalen wird sogar mit folgendem Text gewarnt. Für psychisch labile Menschen kann die Transformationstherapie gesundheitsgefährdend sein, da sie mit stark emotionsauslösenden Methoden arbeitet. Da es ja hier nicht um die Transformationstherapie geht, sondern um den Vortrag, den Robert Betz gehalten hat und wir, gehe ich mal davon aus, auch nicht psychisch labil sind, teile ich jetzt mit dir die 5 Aussagen, die ich sehr eindrücklich fand von ihm. Also erstens der Satz, wenn es dir nicht gut geht, suchst du meistens jemanden, der schuld ist. Ja, ich glaube, da ist was dran. Meine Sicht dazu ist, schau lieber, was dein eigener Anteil ist. Also was hast du dazu getan, zu der Situation, zu der Beziehung, dass es nicht so läuft, wie du dir das vorgestellt hast. Zweitens, lerne das Kind in dir kennen und lass dich nicht von ihm steuern. Meine Interpretation dazu, ja, wir haben alle die Emotionen aus unserer Kindheit in uns gespeichert. Sei es Scham, Minderwertigkeitsgefühle, Angst, aber auch Geborgenheit, Liebe, Anerkennung. Und diese Emotionen steuern unser Handeln auch heute noch. Mach dir das bewusst. Würdige deine Erfahrungen und Anteile in dir, sowohl die, die positiv besetzt sind, als auch die, die eher ja, negative Gefühle in dir auslösen. Warum das wichtig ist, dass du dir diese Emotionen bewusst machst und sie sogar würdigst, ist, du musst sie mitbekommen. Und zwar immer genau dann, wenn diese Emotionen das Ruder in die Hand nehmen. Das kann sein,
Wenn du dich ärgerst, wenn du dich spontan aufregst, je nachdem, was deine Verhaltensweise ist, wenn es dir nicht gut geht. Manche ziehen sich ja eher beleidigt zurück, andere fahren emotional aus der Haut. Also, die wichtige Information da drin ist, sei dir dessen bewusst, was in dir ist an Emotionen von deines Kindes aus deiner Vergangenheit, damit du aus deinem jetzigen Gegenwarts-Ich sie steuern kannst und nicht ein Spielball deiner Emotionen von früher wirst. Der dritte Satz, Gefühle wollen gefühlt werden. Ja, ich sage dazu, stimmt, besser ist es, dass sie nicht verdrängt werden. Der vierte Satz, der hat mich am meisten angesprochen. Du darfst, kannst oder willst, aber nicht du musst. Dieser Satz ist mir seit der Rednernacht immer mal wieder begegnet. Ich finde ihn ganz stark für mich. Immer, wenn ich so vor Weihnachten dachte, ich muss jetzt noch ein Geschenk kaufen oder ich muss jetzt die Podcast-Episode fertig machen, habe ich sofort den Satz umformuliert in, ich will jetzt noch ein Geschenk machen, kaufen oder ich darf jetzt noch eine Podcast-Episode fertig machen. Und ob du es glaubst oder nicht, durch diese Umformulierung hatte ich plötzlich viel mehr Lust, es zu tun. Und ich fühlte mich mehr selbstwirksam und nicht mehr so fremdgesteuert. Probiere das doch auch einmal aus. Und der fünfte Satz von Robert Betz, sag ja, wo du lieber nein sagen wolltest. Wenn du nämlich ja sagst, wo du lieber nein sagen wolltest, dann ist das Verrat am eigenen Herzen. Meine Anmerkung dazu. Das klingt für mich ja schon echt brutal, aber irgendwie auch sehr, sehr richtig. Immer wenn ich Ja sage und es gar nicht wirklich will, verrate ich meine eigenen Bedürfnisse und stelle mich nämlich nicht der Tatsache, dass ich negative Konsequenzen fürchte. Dieses Thema, nämlich was befürchte ich denn, wenn ich Nein statt Ja sage, das Thema anzugehen, halte ich für wesentlich hilfreicher, als notgedrungen etwas zu tun, was ich gar nicht will. Ich finde das spannend und es ist bestimmt nicht nur für mich eine große Herausforderung, nämlich ein Nein so zu formulieren, dass ich und der andere damit gut leben kann. Also der für mich wichtigste Satz von Robert Betz war, du darfst, kannst oder willst, aber nicht du musst. Das zweite Thema Motivation kam von Dr. Stefan Friedrich, dem Mitinhaber von Gedankentanken. Er malte eine Formel für Angst auf, nämlich Angst gleich, und jetzt kommt wie in der Mathematik, über dem Strich Schrecken mal Wahrscheinlichkeit geteilt durch Kompetenz und Hilfe. Ich finde, das ist eine gute Idee. Also wann haben wir Angst? Wir werden mit einer Situation konfrontiert und es erschreckt uns erstmal. Schrecken. Dann mal Wahrscheinlichkeit bedeutet, wie wahrscheinlich ist es, dass der worst case eintrifft. Geteilt durch Kompetenz. Also was ist denn meine eigene Kompetenz, meine eigenen Ressourcen, mit dieser Angst, mit dieser Situation fertig zu werden, plus Hilfe? Wen gibt es denn in meinem Umfeld, in meinem Umkreis, den ich bei dieser Situation um Hilfe, Unterstützung und Begleitung bitten kann? Ich finde, als Formel aufgemalt, und du findest das auf der Webseite bei diesem Artikel auch als Formel, als Bild. Ich finde das sehr, sehr schön prägnant. Weiter fragte Stefan, wie sprechen wir in Gedanken mit uns selbst? Er stellte uns zwei Gesellen vor, deren Stimmen wir wohl alle kennen. Erstens das innere Opfer, das uns sagt, du bist zu blöd, zu alt, zu jung, zu dick, zu dünn und, und. Zweitens der innere Kritiker, der uns sagt, dass unser Vorhaben nicht funktionieren kann.
Die Lösung, um ins Tun zu kommen, auch einmal ein Risiko einzugehen, lautet positive Affirmation. Was sind Affirmationen? Das sind einfache, klare, positiv formulierte Sätze. Laut oder leise, wiederholt ausgesprochen, dienen sie dazu, das Unterbewusstsein mit neuen Informationen zu versorgen. Die einzelnen Neuronen, die es ja in unseren Gehirnwindungen gibt, neu zu verknüpfen. Ziel ist es, mit ihrer Hilfe Blockaden zu lösen, Störungen und überholte, festgefahrene und hindernde Gedankenstrukturen zu entfernen und neue, positive, befreiende und inspirierende Gedankenmuster zu schaffen. Dadurch können wir nämlich das innere Opfer und den inneren Kritiker durchaus kleiner machen und sie auch positiver, mutiger und risikobereiter stimmen, so dass wir als ganzer Mensch auch immer und immer mehr ein Stückchen selbstbewusster werden. Ja, und wir haben das auch dann probiert in der Lanxess Arena und stell dir das bitte vor, insgesamt waren es ja 15.000 Menschen und wir haben mehrmals gerufen, ich mach das jetzt. Und jeder von uns hat sich wahrscheinlich etwas anderes vorgestellt, was es jetzt zu tun gilt in Zukunft. Ich mach das jetzt. Das kann eine Form der positiven Affirmation sein. Du kannst dir aber auch andere Sätze ausdenken. Ich bin klug. Ich bin stark, es zu tun. Oder. Meine Frage an dich, mit welcher Affirmation willst du dein Unterbewusstsein dazu bringen, positive, befreiende und inspirierende Grundmuster zu schaffen? Das nächste Thema, da ging es um Gedächtnistraining. Das hat Markus Hofmann, der ist Gedächtnistrainer, präsentiert. Ich gestehe, zu dieser Zeit war ich schon sehr müde, die Luft in der Arena wurde immer dicker und meine Sitzhöcker fingen auch schon an zu protestieren. Markus Hofmann erzählte, wie man die Vorteile eines Produktes im Gehirn verankern kann und im Gesicht des Kunden ablesen. Das ist ja für alle die, die Vertragsgespräche führen, durchaus eine interessante Idee. Wir haben das auch in der Rednernacht geübt. Was ist das Ergebnis? Ich habe jetzt an meiner Stirn Hands-on kleben, meine Augenbrauen sind Rohrverstärker, an der Wange habe ich die Delle des Universums, meine Wimpern sind, oh, was war denn das nochmal? Das habe ich jetzt vergessen. Sehr gelacht haben wir vier, die wir gemeinsam die Rednernacht besucht haben, darüber, dass wir zwar jetzt die Delle im Universum an der Wange kleben haben, aber alle vier zu müde waren, die Reihenfolge der Redner nicht mehr auf die Reihe zu bekommen. Ich finde, die Methode ist bestimmt sehr spannend. Mein Fazit dazu, beschäftige dich mit Gedächtnistraining, wenn du wach bist. Du findest ja zu allen Rednern, die ich gehört habe und auch noch zu drei mehr, jeweils die Links und nach und nach werden die Videos ja von der Rednernacht auch bei YouTube eingestellt. Von daher haben wir alle die Chance, nochmal mit wachem Geist Markus Hofmanns Vortrag zu hören. Als nächstes ging es um Gesundheit und Achtsamkeit von Zlatko Sterzenbach. Er ist Mental- und Motivationstrainer. Und jetzt halte ich fest, er hat geschlagene 17 Mal den Ironman absolviert. Er kam auf die Bühne mit einem Rollwagen voller Zuckerpakete und machte damit deutlich, wie viel Zucker jemand im Jahr zu sich nimmt, wenn er nur eine kleine Flasche Cola am Tag trinkt. Gut, Cola ist jetzt nicht mein Leib- und Magengetränk, von daher kann ich diesen Rollwagen voller Zuckerpakete schon mal bestimmt um 90% verkleinern in meinem Bild. Als er dann meinte, Nachrichten zu schauen, würde den Geist negativ beeinflussen, da ging und gehe ich auch heute noch in den Widerstand. Auf die Ernährung achten, ja okay, das teile ich gerne.
Was Nachrichten angeht, finde ich es unbedingt sehr wichtig, sich in den unterschiedlichen Medien über das Weltgeschehen zu informieren. Ich finde, dass ich mir ja nur dann meine eigene Meinung bilden kann. Und auch das gehört für mich zum verantwortlichen Leben. Und auch darum ging es ja in der langen Rednernacht. Hier Zlatkos drei Tipps. Erstens, clean your mind. Keine Nachrichten, positives Denken. Okay, clean your mind, also säubere deine Gedanken, säubere die und nimm diesen Impuls von Stefan Friedrich auf. Pack deine limitierenden Glaubenssätze um, verändere sie und mach daraus positive Glaubenssätze. Das hat auch was mit Clean Your Mind zu tun. Guck mal, auf welcher Seite agierst du denn meistens? Bist du jemand, der eher immer sagt, das Glas ist halb leer? Und bist du jemanden, der zu jeder Situation eher das sieht, was da schlecht, blöd oder falsch dran ist? Oder bist du jemanden, der trotzdem nicht alles Sonnenschein ist, auch den Situationen etwas Positives abgewinnen kann oder auch das Positive, was es ja auch meistens gibt, darin sehen kann? Also auch das gehört für mich eher zu Clean Your Mind, als dass ich jetzt keine Nachrichten mehr gucken würde. Die zweite Botschaft ist Heal Your Body. Also sein Thema war, iss lieber Äpfel statt Cola zu trinken. Ja, achte auf deine Ernährung, guck auch mal, dass du ein paar Schritte mehr gehst und schau doch mal, dass wenn du dich bewegst und nicht vielleicht so viel Zeit hast, um jetzt ins Bodybuilding-Studio zu gehen, dass du vielleicht jeden Gang, den du tust, auch bewusst tust und einmal aufnimmst, was gibt es denn zu riechen, zu schmecken, ja, wahrzunehmen in deiner Umgebung. Ja, und, aber den Tipp kennst du schon, nimm lieber die Treppe als den Aufzug. Die dritte Botschaft ist, heal your soul, lasse die Liebe fließen. Das war jetzt die Botschaft, mit der ich am meisten anfangen konnte. Und das war übrigens in der Köln Arena, Lanxess Arena, ein ganz, ganz schöner Moment, als wir eine Minute lang ganz bewusst den Menschen an unserer Seite gespürt und wahrgenommen haben. Das ist mein wichtigster Impuls für dich, eine schöne Übung für jeden Tag. Einmal bewusst innehalten, sich anschauen, sich wahrnehmen und sich aneinander freuen. Also das gilt jetzt so für die Partnerschaft, für die private Beziehung. Ich finde, das kann man auch sehr gut übertragen ins Team, auf die Kollegen. Einmal bewusst innehalten. Bewusst den Menschen, mit dem ich jetzt gerade rede, anschaue. Ihn bewusst wahrnehmen mit allem, was er repräsentiert. Und bewusst das wahrnehmen, was das Positive, das Gute, das Hilfreiche, das Förderliche, das Zieldienliche an diesem Menschen ist, mit dem ich gerade spreche. Das nächste Thema ist Persönlichkeitsentwicklung. Tobias Beck ist Consultant, also Berater, für weltweit agierende Firmen. Respekt, kann ich da nur sagen. Seine Leidenschaft, seine Begeisterung, auch noch spät um 23.30 Uhr während der Rednernacht, war deutlich spürbar. Zu Beginn plädierte er für zwei Dinge. Erstens, es gibt einen Unterschied zwischen Glück und Spaß. Zweitens, gönne dir mehr Mutanfälle, also mit M, Mutanfälle, statt Wut mit W, Anfälle. Er erzählte dann, schon als 15-Jähriger zog er es vor, ein Persönlichkeitsseminar zu besuchen, statt seine Zeit mit Rumhängen mit den Kumpels zu verbringen. Und er ignorierte sogar den Spott seiner Freunde, wenn er lieber zu einem Persönlichkeitsseminar fuhr. Sein Lebensweg ist übrigens auch sehr spannend. Er hat 5-mal die Schule gewechselt, immer den Eindruck, dass er nicht ins System passte. Und jetzt hält er Vorträge vor DAX-Unternehmen. Und ich finde, das ist schon sehr beeindruckend.
Das ist schon auch ein Vorbild für Willensstärke, Risiken einzugehen, sich unabhängig zu machen von den Bewertungen anderer und dafür eine Vision bzw. seinen Traum im Auge zu behalten. Die rührselige, von sanfter Musik begleitete Story von der alten Dame, die dem jungen Tobias Beck einen Brief hinterließ, war für unseren Geschmack ein wenig zu dick aufgetragen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, lautete die Botschaft: Geh deinen Weg, überwinde die Hindernisse und leiste deinen Beitrag in dieser Welt. Meine Zusammenfassung. Erstens, wandle das Ich muss um in Ich darf, ich kann oder ich will. Du merkst dann schnell, welche Aufgabe du abgeben darfst oder wie deine Motivation wächst. Zweitens, bring dein Unterbewusstsein mit klaren, positiv formulierten Sätzen dazu, befreiende und inspirierende Grundmuster zu schaffen. Drittens, trainiere dein Gedächtnis. Viertens, nimm das Positive an den Menschen um dich herum bewusst wahr. Fünftens, geh deinen Weg, überwinde die Hindernisse und leiste deinen Beitrag in dieser Welt. Mein Fazit zur langen Rednernacht: Danke an Gedankentanken und das ganze Team dahinter, dass diese Impulse so frei zugänglich sind. Nicht jeder Redner erreicht mich in dem Moment, wo ich ihn höre. Doch dank der modernen Medien kann ich ja selbst entscheiden, was ich mit den Impulsen anfange oder eben auch nicht. Ich habe noch 3 Tipps für großartige Gedanken, ganz unabhängig von der Rednernacht im November. Mein Highlight aus der Rednernacht in Essen vom letzten Jahr war Philipp Keil. Philipp Keil ist ein Flugzeugpilot und er hat zum Thema Vertrauen ist der Treibstoff für Erfolg. So geht richtig gute Führung gesprochen. Und er hat erzählt, wie es ihm und seinem Co-Pilot einmal gegangen ist, als es galt, eine Bruchlandung zu vermeiden. Eine ganz tolle Rede und ich lege dir total ans Herz. Du findest die Links in meinem Artikel auf der Seite. Dann auch noch Katja Kerschkens. Katja Kerschkens hat mich unglaublich beeindruckt. Mit der Diagnose Multiple Sklerose geschlagen, redet sie in ihrem Vortrag über 3 Faktoren für ein positives Mindset trotz Rückschlägen. Und Katja Kerschkens ist übrigens auch Rednerin auf dem Mutmachertag am 9. März. Dazu habe ich ja auch in den letzten beiden Episoden erzählt. Du kannst sie dir schon mal anschauen. Über ihren Vortrag gibt es ja auch ein YouTube-Video. Und zum Schluss noch mein absoluter Geheimtipp. Und zwar von einer Frau, deren Namen ich mit 100%iger Sicherheit nicht richtig ausspreche. Es handelt sich um Dr. Mai Thi Nguyen Kim. Sie ist Chemikerin und sie hat zum Thema einen Vortrag gehalten. So hältst du einen guten Vortrag. Und das ist super spannend für alle, die Teambesprechungen leiten. Und es ist meines Erachtens ein absolutes, das musst du gesehen oder gehört haben. Alle Links findest du in meinem Beitrag zum Artikel PA79. Der Action Step für diese Folge: Überlege doch wieder, welcher Impuls dich am meisten angesprochen hat. Was hat dich angeregt oder vielleicht sogar aufgeregt? Schreib dir diesen Impuls auf ein Blatt Papier und lege es die nächsten 2 Wochen sichtbar für dich hin. Nimm wahr, was dein Impuls in dir bewirkt. Und wenn es etwas zum Umsetzen gibt, dann tu es. Das war's also. Der 2. Teil, gute Gedanken für 2019. Mehr Impulse von der größten Rednernacht aller Zeiten für dein neues Jahr. Alle Informationen findest du wie immer auf meiner Webseite www.chc-team.com/PA79. Mit dieser Episode leite ich, wie schon angekündigt, eine kleine Podcast-Pause ein. Wir hören uns, wenn du magst, Ende März oder im April wieder. In der Zwischenzeit hast du die Möglichkeit, in den Episoden der vergangenen 2 Jahre zu stöbern. Auf meiner Facebook-Seite,
Die findest du in Facebook, wenn du claudia.henrichs.pflegeambulant eingibst, poste ich jeden Tag 2 dieser Folgen. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und wenn du meine Seite, also meine Facebook-Seite, abonnierst, bekommst du alle diese Themen mit. Ich wünsche dir jetzt viel Freude an den so langsam sprießenden Frühlingsblühen. Und vielleicht sehen wir uns ja live am 9. März bei Mutmachertag. Das wäre doch schön, oder? Wir gemeinsam tanken Mut und Selbstbewusstsein und sehen uns live und in Farbe in Düsseldorf-Neuss. Und jetzt sage ich, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder dabei bist beim Podcast Pflegeambulant. Leichter beraten, verkaufen und führen. Bis dahin, mach dir deine Praxis leichter. Tschüss, deine Claudia Henrichs.